Ich freue mich nun jetzt ganz besonders, die Transformation Keynote anzukündigen. Und zwar auf den Vortrag mit dem Titel Das Digital Office als Impulsgeber der digitalen Transformation. Dafür haben wir Sven Meyer eingeladen. Er leitet den Bereich digitale Transformation bei der EnBW Energie Baden-Württemberg. Entschuldigung. Er wird uns erläutern, wo das Thema KI bei der EnBW steht, wie Erfahrungen ausschauen und warum es notwendig ist, Menschen in Prozessen mitzunehmen. Ich habe Sven Meyer bereits in den vergangenen Jahren angesprochen, ob er nicht als Experte bei der Digital Office Konferenz auftreten möchte. Leider hat es in den letzten Jahren zeitlich nicht geklappt. Deswegen freue ich mich in diesem Jahr umso mehr, dass er Sven Zeit hat und heute als Experte mit dabei ist. Sven, ich freue mich sehr auf deine Keynote und schön, dass du da bist. Und die Bühne gehört dir. Ja, hallo, vielen Dank, Nils. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen und hören. Das ist der Fall, ja. Perfekt, super. Dann, also ganz kurz, mein Name ist Sven Meyer. Ich bin bei der EnBW Energie Baden-Württemberg zuständig für das Thema digitale Transformation, zusammen mit vielen, vielen, vielen Kollegen, die sich an dem Thema beteiligen. Ich war tatsächlich, Nils, ich glaube davor, ist es 3 Jahre her, zweieinhalb, ich weiß nicht, irgendwann war ich schon mal da und habe mal einen Einblick darüber gegeben, wie wir aus unserem Digital Office heraus, so das ist bei uns der Name meiner Abteilung, das Thema Datenanalytik und KI in der EnBW voranbringen, um dadurch Arbeitsprozesse, Themen für unsere Kollegen und Kolleginnen unter anderem auch zu vereinfachen, beziehungsweise so das Thema Digitalisierung insgesamt bei uns besser zu nutzen. Ich habe dazu mal einen kurzen Einblick vorbereitet. Der ist bei weitem nicht vollumfänglich, aber ich habe versucht, mal möglichst in die Praxis abzutauchen. Jetzt muss der Microsoft Teams sich mit Zoom hier einmal kurz zurechtfinden. Jetzt müsste es so. Vielleicht ganz kurz noch als Kontext. Worum geht es bei der EnBW eigentlich in der Hauptsache? Ja? Also das Thema Energiewende, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel erklären. Das ist in den letzten Wochen, Monaten, ja, teilweise auch aus eher leidlichen Gründen sehr präsent. Aber für uns und für mich spezifisch ganz wichtig, das, was wir uns da vorgenommen haben als Gesellschaft, als Land, aber auch als EnBW, das geht nur digital, ja, und das geht nur mit Hilfe von Daten, mit Analytik und KI. Ganz egal, ob das darum geht, neue Windparks zu bauen, ob das darum geht, diese Windparks dann zu warten, ob das um PV-Prognosen geht oder ob das letzten Endes um die Gestaltung eines digitalen Ökosystems für unsere Kunden geht, wo das Thema Strom durch E-Mobilität, Speicher, PV etc. Viel, viel präsenter ist, als das in den letzten Jahren war. So, das heißt, die Energiewende per se ist aus meiner Sicht eigentlich digital und data-driven. Und das hatte ich beim letzten Mal schon kurz vorgestellt. Das ist quasi meine Abteilung und die Skills, die wir zur Verfügung stellen. Und Sie sehen oder ihr seht, da ist das Thema Datenanalytik so eineinhalb Stränge. Ja, dazu geht es auch ganz konkret in die Richtung, wie entwickeln wir eigentlich mit dem Geschäft Use Cases? Wie bringen wir das Geschäft da ganz konkret voran, beziehungsweise helfen ihm? Wir haben auch das Thema agiles Arbeiten, Acceleration bei uns. Also wie können wir auch schneller Dinge tun, als wir sie in der Vergangenheit getan haben? Und dann natürlich das ganze große Thema Technologie. Und das aber immer, und das ist mir wichtig zu betonen, immer im Zusammenspiel mit anderen Bereichen, mit dem Geschäft sowieso, aber auch mit der IT sehr intensiv, mit HR intensiv. Das ist absolute Voraussetzung, weil einer alleine oder eine Abteilung alleine kann da relativ wenig bewegen. Ja, sondern Schlüssel ist immer, dass es zusammen funktionieren muss. So, das hatte ich, ich habe nochmal nachgeschaut, damit hatte ich meine letzte Präsentation quasi geendet. Jetzt sehe ich nur, dass die Animation, glaube ich, nicht so funktioniert. Also was man hier jetzt eigentlich sehen sollte, wäre, wie dieser See sich exponentiell vollläuft mit Wasser, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, in was für eine Geschwindigkeit wir uns heute in diesem Thema bewegen. Und das soll so ein bisschen auch Hauptthema meines kurzen Vortrages sein. Wie können wir mit dieser Geschwindigkeit umgehen? Ja, ich glaube, ich erzähle jetzt niemandem was Neues zum Thema Geschwindigkeit per se. Also ich habe mal als Beispiel jetzt ChatGPT, das ist in aller Munde, beziehungsweise die großen Sprachmodelle.
Das ist innerhalb von 5 Tagen hat das eine Adoption gehabt von 1 Million User. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist, aber wenn man es mal im Vergleich zu anderen digitalen Themen sieht, ist es eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich glaube, vor 2 Wochen war es mittlerweile, da hat der Kollege Sievers in den Heute-Journal ein Interview geführt mit einer KI, ja, wo das Feedback im ersten Schritt mal war, oh mein Gott, das geht. Im zweiten Schritt war das Feedback dann aber schon, das war eigentlich eine ziemlich schlechte KI. Ja? Also das geht schon deutlich besser, vor allen Dingen, was den Avatar angeht, vor allen Dingen, was die Stimme anging, glaube ich, in diesem Kontext. Das heißt, alleine da fand schon von weniger Wochen eine rasante Entwicklung statt. Und dann war gestern die neue Google I.O., die Keynote vom Sundar Pichai. Und der hat letzten Endes gesagt, BART beziehungsweise unser Modell wird sich zukünftig in allem wiederfinden, was wir so an Services und Produkten anbieten. Ganz egal, ob das Google Maps, Google Mail, you name it ist. Ja, sogar Google Fotos bekommt einen Editor, mit dem man dann die Fotos im Prinzip total umgestalten kann. Ähnlich wie das heute vielleicht Stable Diffusion oder Midjourney können. Also das ist schon sehr, sehr präsent. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie können wir da eigentlich Schritt halten, ja, mit dieser Entwicklung? Also ich selber stehe ja gerade davor und kriege manchmal den Mund nicht zu, weil es einfach so schnell und so rasend an einem vorbeizieht. Und man stellt sich aber doch die Frage, also irgendwie müssen wir da auch mithalten und den Griff dran bekommen. Deswegen habe ich mal ganz praktische Einblicke mitgebracht, wie wir das versuchen bei der MBW und wie wir glauben, dass uns das auch ganz gut gelingt. Ja, das Erste und Wichtigste für uns ist Transparenz, ja, im Kontext Datenanalytik und KI. Ich habe hier mal zwei Screenshots mitgebracht. Die sind bewusst ein bisschen blurry, sorry dafür. Aber die zeigen letzten Endes unsere Daten- und KI-Case-Landscape. Ja, wir hatten 2021, das hatte ich damals gezeigt, da hatten wir 57 Use Cases in den verschiedenen Stadien, die es gibt. Das waren dann meistens Cases, die den Kollegen wirklich ganz konkret vor Ort helfen, ihre eigenen Prozesse besser zu gestalten, schneller zu werden vielleicht in dem, was sie tun oder vielleicht auch das eine oder andere zu automatisieren. Da liegen dann ganz verschiedene Technologien zugrunde und wir hatten da relativ viele Cases in einem Ideate-Status, aber wir hatten auch schon davon welche im Betrieb. Wenn man sich das heute mal anschaut, 2,5 Jahre, 3 Jahre später, haben wir mehr als doppelt so viele Cases, also deutlich mehr als doppelt so viele Cases in Betrieb, beziehungsweise in Ideation. Wir haben für das Thema erstmal für mehr Transparenz gesorgt und wir haben das Thema weiter in die NBW gebracht, gemeinsam mit allen Kollegen. Und die großen Fragen, die man sich dann stellen kann, was mache ich dann mit dieser Transparenz, ist, man weiß erstmal, wer was macht, weil nicht jeder kann sich ganz intensiv mit allem beschäftigen, sondern es bilden sich gewisse Spezialisten-Areas, sage ich mal. Das heißt, ich weiß, wer macht das, wo kann ich lernen, ja, zu wem muss ich gehen, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen, das ist uns dann ganz wichtig, von wem kann ich auch smart klauen, ja, oder smart kopieren, habe ich hier geschrieben. Denn man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Das ist für uns eine ganz wichtige Lehre, dass man viele Dinge auch übertragen kann, vor allen Dingen in diesem Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ja, und so natürlich auch Geschwindigkeit aufbauen kann, beziehungsweise mit hoher Geschwindigkeit mithalten kann. So, und diese Transparenz ist dann natürlich nicht alles. Und ich habe mal 3 Elemente rausgepickt, von denen ich glaube, dass sie hoffentlich ganz interessant für euch, für sie sind, mit denen wir uns auch sehr intensiv beschäftigen, um unseren Kollegen und Kolleginnen eben zu ermöglichen, mit dem Thema Datenanalytik und KI in der MBW gut umgehen zu können. Der erste, und ich gehe dann gleich kurz im Detail noch ein bisschen tiefer drauf ein, das erste Thema ist ein Programm, was wir gestartet haben, ein konzernübergreifendes, wo wir mit verschiedenen Units zusammenarbeiten, was Data Analytics Excellence heißt, wo es vor allen Dingen um Rahmen schaffen geht. Ja, komme ich gleich zu, was das heißt. Dann ist das Thema Ausbildung und Weiterbildung extrem wichtig. Und hey, irgendwie ist die Luft ja bei mir sehr trocken. Und dann muss man den Kollegen und Kolleginnen auch Möglichkeiten zur Anwendung zur Verfügung stellen. Eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Ich muss einmal einen kurzen Schluck trinken.
So. Worum geht es da im Kern im Detail? Wir haben einmal das Thema Data Analytics Excellence. Ja, da geht es einmal ganz stark darum, dass wir das Thema Daten und die Arbeit mit Daten und was man damit machen kann, nämlich zum Beispiel Prozesse automatisieren, aber auch Dinge zu augmentieren, dass wir das einmal den Kollegen und Kolleginnen erklären, ja, dass wir dafür eine gewisse kulturelle Verankerung in der MBW erzeugen und vor allen Dingen auch erklären, dass das nichts Schlimmes ist. Ja, und dass man da zwar kritisch rangehen sollte, aber auch keine Angst vor den Themen haben muss. Dann geht es um technische Befähigung. Ja, also wenn jemand verstanden hat, was er damit tun kann, dann muss man ihm auch die Infrastruktur an die Hand geben, um das tun zu können. Und dann kommen wir mehr ins wirklich Inhaltliche, nämlich dann geht es darum, einmal für Transparenz im Kontext Daten zu sorgen. Also wo haben wir eigentlich welche Daten? Wie kann man welche Daten auch nutzen? Wie kann ich auf Daten zugreifen? Wie komme ich eigentlich an Daten ran, die im Nachbarbereich liegen? Ja, also früher war das wahrscheinlich häufig so, dass wenn Daten irgendwo in einer anderen Abteilung oder in einem anderen Geschäftsbereich liegen, dass man gar nicht wusste, dass es diese Daten gibt. Ja, es sei denn, man hat irgendwie in der Kantine zufällig mal jemanden getroffen, der ihm das erzählt hat. So, und da schaffen wir Transparenz über zum Beispiel einen Datenkatalog und etablieren Standards, wie man mit diesen Daten dann umgehen kann. Und dann geht es darum, auch übergreifende Themen zu identifizieren, weil sehr, sehr viele Themen spielen sich zwar in den einzelnen Wertschöpfungsstufen bei uns ab, also zum Beispiel in den Netzen oder in der Energieerzeugung, aber es gibt natürlich auch Themen, die übergreifend stattfinden. Und gerade in den Cases, in diesen Themen, steckt viel Potenzial für uns auch drin. So, das haben wir in dieses Programm gefasst. Das läuft jetzt seit etwas über einem Jahr und ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, um genau diese Themen zu erreichen. Das hier nur ganz kurz zum Thema kulturelle Verantwortung, weil es jetzt gleich, ich glaube, übernächste Woche müsste das sein, stattfindet, sind unsere Data for Business Days. Das ist eine Woche, die wir dem Thema schwerpunktmäßig gewidmet haben mit vielen virtuellen Sessions, mit Expertenvorträgen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, so Daten für den Experten, Daten für sagen wir, den normalen Mitarbeiter, was kann man damit eigentlich machen? Und aber auch, was ändert sich zum Beispiel für Führungskräfte, wenn es darum geht, data-driven zu sein, sage ich mal. Ja, was ist eigentlich jenseits dieses Buzzwords? Was bedeutet das? Und das Thema hat bei uns relativ viel Traktion, sehr viel Aufmerksamkeit, sodass zum Beispiel auch unser Vorstand sich an dem Thema beteiligt und wir da relativ viele Mitarbeiter auch mit erreichen können. Das zweite ist das Thema Aus- und Weiterbildung. Ja, also wir machen die Erfahrung, dass es relativ schwierig ist, entsprechende Kolleginnen und Kollegen und Skills immer von extern auch zu uns zu bekommen. Und das ist natürlich, selbst wenn man sie bekommt, dann nur im begrenzten Maße möglich und nur eine Seite der Medaille. Das, was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist vor allen Dingen auch die Aus- und Weiterbildung der Kollegen und Kolleginnen, die schon da sind. Da schlummern sehr, sehr viele Potenziale. Wir nehmen da wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen damit viel, viel Begeisterung rangehen. Und man muss eigentlich nur, sagen wir, dafür sorgen, dass es die richtigen Mittel und Wege für die Kollegen gibt, sich da auch einbringen zu können. Und der erste Schritt ist, wie gesagt, das Thema Aus- und Weiterbildung. Hier mal exemplarisch ein Screenshot unseres Kataloges quasi, wo man sich das aussuchen kann, je nachdem, was mich interessiert, wie viel Zeit ich habe und was für ein Level ich habe, kann ich dort auf teilweise extern verfügbare, fertig kuratierte Angebote zurückgreifen, aber auch auf spezifische, die wir dann für unsere spezifischen Bedürfnisse entwickelt haben. Eines dieser Themen, die wir entwickelt haben, das heißt DPN, Daten praktisch nutzen, da geht es um Breitenbefähigung. Hier oben rechts mal ein bisschen Feedback dazu. Wer möchte, kann sich das gerne mal durchschauen. Das kommt sehr gut an. Worum geht es da im Kern? Wir wollen schon die interessierten und auch affinen Kollegen und Kolleginnen, die aber bis jetzt, sagen wir, noch nicht wirklich Berührungspunkte mit dem Thema hatten, dazu befähigen, zukünftig auch besser und systematischer mit Daten arbeiten zu können. Um diese Arbeit mit Daten rum gehören für uns dann aber auch solche Aspekte wie Datenschutz, wie Informationssicherheit, wie IT-Security, wie die Fragen, wann muss ich eigentlich zu welchen Themen Betriebsrat einbinden und mit den Arbeitnehmervertretern
entsprechend diskutieren und zunehmend auch Fragen, die dann in Richtung, das Buzzword ist ja, glaube ich, gerade so Trustworthy AI und AI Ethics und solche Geschichten. Also wie gehe ich eigentlich verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst mit diesen Themen um? Die spielen da auch immer mehr in das Design solcher Programme rein. Und ich habe anfangs immer Diskussionen führen müssen, so ein Stück weit, ist das den Aufwand wert, sowas zu machen? Ja, weil das kostet natürlich im ersten Schritt auch mal Geld. Jetzt, nach den ersten 2, 3 Durchläufen, kann ich sagen, es ist definitiv den Aufwand wert, weil wir sehen, dass viele der Kollegen, die an diesem Programm teilgenommen haben, wirklich auch für sich neue Ideen entwickeln, zurück in ihre Abteilungen gehen und im Großen wie im Kleinen. Das muss nicht immer der Case sein, wie optimiere ich quasi ein Windpark-Layout irgendwo in der Nordsee, sondern das kann auch sein, wie verbessere ich eigentlich die Handhabe meiner Excel-Files oder wie kann ich eigentlich meine Teamablage besser strukturieren. Also ganz kleine praktische Themen kommen da auch zutage und es fördert insgesamt, glaube ich, die Auseinandersetzung mit dem Thema. So, und das Dritte, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist neben dem Rahmen und neben der Aus- und Weiterbildung auch das zur Verfügbarmachung oder die Verfügbarmachung von einfach handhabbaren Tools. Also nicht jeder Mensch, der mit Daten arbeiten möchte oder soll, muss sich mit großen Datenplattformen auseinandersetzen, muss wissen, wie Snowflake funktioniert oder muss einen Colibra-Datenkatalog bedienen können, sondern es gibt auch einfachere Zugriffs- oder niedrigschwelligere Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, und das ist bei uns, das ist ein kleiner Werbeblock, sehr, sehr populär, weil wir es einfach im Haus haben, die Power-Plattform von Microsoft, wo es zum Beispiel das Thema Power-Apps gibt, wo man relativ zügig, ohne wenig oder ohne großes Vorwissen, wirklich gute und effiziente Lösungen auch bauen kann, die teilweise dann auch professionellen Anforderungen einfach gerecht werden. Ja, also dass es zum Beispiel dann echte, also die Datenhaltung optimiert ist in einer echten Datenbank, dass die Anwendungen mobil möglich sind, dass das Sicherheitsniveau einfach aufgrund der Einbettung in die Microsoft-Welt relativ hoch ist, solche Themen. Und da sehen wir, dass wenn man solche Tools zur Verfügung stellt und wenn man die Kolleginnen und Kollegen dann mit dem notwendigen Handwerkszeug auch versieht, mit dem Rahmen und den Kenntnissen dazu, dass sowas dann auch genutzt wird. Ja, also wir haben bei uns im Haus 3.500 Power-Apps, ein bisschen mehr schon, davon wird nicht mehr jede genutzt, ja, das muss man auch sagen, aber da ist schon ein starkes Wachstum hinter. Und wir haben über 2.000 verschiedene Kollegen. Wenn man bedenkt, die NBW insgesamt hat 25.000 Mitarbeiter, dann setzen sich schon ein signifikanter Prozentsatz unserer Mitarbeiter mit diesem Thema auseinander und sind da wirklich aktiv und finden Lösungen für ihre Probleme. Was es für uns natürlich dann insgesamt attraktiv macht und uns hilft, das Thema Digitalisierung und das Thema Datenanalytik und KI auch bei der NBW weiter zu skalieren. So, das war jetzt ein paar Fortschritte. Was ich einfach rüberbringen wollte, ist, die Geschwindigkeit, mit der sich das Thema weiter bewegt, ist grandios und entsprechend wird man natürlich, oder muss man sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen, muss Mittel und Wege finden, wie man mit dieser Geschwindigkeit so ein Stück weit Schritt halten kann und wie man das Thema für sich auch nutzen kann. Und neben der Transparenz sind das bei uns diese 3 Elemente, einen verbindlichen Rahmen geben, was wir unser DAX-Programm machen, dass wir Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen auf verschiedenste Art und Weisen für verschiedene Zielgruppen und dann aber auch die niedrigschwelligen Tools, die zugänglichen Tools, um sich damit letzten Endes dann auch auseinanderzusetzen und das Wissen in die eigene Praxis zu bringen. That's it. Ich sage vielen Dank und Fragen jederzeit gerne, einmal via LinkedIn oder natürlich auch jetzt, wenn noch die Zeit ist. Genau, lieber Sven, vielen Dank für deinen spannenden Impuls. Ich hätte durchaus noch eine Frage. Wir haben heute Vormittag zur Eröffnung das Bild aufgemacht der digitalen Transformation einer Reise beziehungsweise eines Marathons. Mhm. Und gut, ich bin persönlich noch kein Marathon gelaufen, aber ich habe gehört, dass es während eines Marathons durchaus Tiefpunkte gibt, die man überwinden muss und dann auch sogenannte Runners High gibt, so Höhepunkte. Kannst du vielleicht auf eurer Reise der digitalen Transformation vielleicht ein Stück weit die größte Hürde und so ein schönes Erlebnis irgendwie darstellen, was ihr hattet, wo du dann vielleicht auch gefühlt hast, Mensch, es kommt an, es funktioniert?
Also ich versuche es mal miteinander zu verknüpfen. Ja. Also eine große Hürde in dem Sinne, weiß ich gar nicht, ob es eine Hürde war, aber was man natürlich machen muss oder aus unserer Sicht machen muss, ist, es geht im ersten Schritt vor allen Dingen auch viel darum, Fundamente zu bauen, ja? Also auf denen man dann arbeiten kann. Mhm. Fundamente im Kontext Kultur, im Kontext Aus- und Weiterbildung, im Kontext Tooling und solchen Geschichten. So, und diese Arbeit an den Fundamenten, die lässt sich nicht immer gleich mit einer ganz konkreten Zahl, was bringt mir das eigentlich, versehen. So, jetzt ist es aber in Unternehmen natürlich dann der Blick oft, naja, wie ist denn der Business Case hinter dem Thema? Ja? So, und hinter diese Fundamente kann man das nicht immer so richtig hundertprozentig schon dranhängen, sondern man muss dann immer sagen, nee, also wenn die mal da sind, dann passiert da viel und dann ist da viel möglich. Für diese Fundamente zu kämpfen, sage ich mal, das ist schon nicht immer ganz einfach. Da braucht es dann auch viel Support, viel Vorstand, viel Support und den von allen Ecken, vom Vorstand bis hin zu Mitarbeitern und Kollegen, die sich darauf einlassen. Richtig schön und Erfolgserlebnisse sind aber dann, wenn man diese Fundamente gebaut hat und man sieht, wie das Ganze wirklich wächst, ja, und wie man vielleicht diese Diskussion, die man am Anfang hatte, heute nicht mehr so führen muss, sondern es einfach darum geht, hey, wie kann man da noch mehr machen, ja? Oder wie können wir vielleicht auch neue Themen besser aufnehmen? Ja? Das ist dann schön, wenn man sieht, dass es dann funktioniert. Ja? Also wenn man sich quasi durch die ersten 10 Kilometer, um in deinem Bild zu bleiben, durchgebissen hat und dann merkt, oh, jetzt komme ich langsam in den Flow und jetzt funktioniert das und jetzt sind die nächsten 32 auch kein Problem mehr. Hervorragend, lieber Sven. Vielen Dank für deinen Impuls. Das war Sven Meyer, Leiter Digitale Transformation bei der EMBW Energie Baden-Württemberg. So, und jetzt würde ich die nächste Anmoderation an die Rebecca übergeben. Genau, wir machen nämlich ganz spannend weiter. Und ich glaube, es klang ja auch gerade schon ein bisschen durch, Digitalisierung und Wegbegleitung und auch Wegbereitung für verschiedene Themen. Deswegen ist das nächste Panel da ganz spannend. Wir wollen darüber sprechen, ob die E-Rechnung als Wegbereiter für das Meldesystem so tauglich ist oder vielleicht auch nicht, welche Herausforderungen es gibt. Auf jeden Fall sprechen wir über die Perspektiven und Anforderungen. Das Ganze in einem tollen Panel, moderiert von unserer Kollegin Charlie Roloff. Sie ist Referentin Legal Tech und Recht, also die Expertin auch für alles Rechtliche bei uns. Insofern freue ich mich ganz doll, dass sie heute bei uns ist. Charlie, du hast die Bühne.